So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS. So. Aha. So, da. Genau hier. 1.44.1.1 habe ich jetzt gerade und muss mal gucken, ob es da mittlerweile wieder ein Update gab. Ob das denn, muss ich aber erstmal runterladen und mit meiner Internetverbindung kann das wieder ewig dauern, weil das Spiel braucht einfach mal so 5 GB oder so. Waren es 5 GB? Mit allen DLCs, glaube ich, zusammen irgendwie schon. Ja. Mal gucken. Fahren. Aber gut, morgen hatte ich erstmal vor, wieder ein bisschen Mindset aufzunehmen, von daher. Ist das denn vielleicht auch eine ganz gute Idee? Mal gucken, vielleicht werde ich mal gucken, wenn es eine neue Version gibt, sind die dann heute über Nacht dann runterzuladen oder sobald ich mit den Aufnahmen fertig bin, runterzuladen. Oh, das Flugzeug stürzt ab. Oh mein Gott, nein. Ja. So, wir wollen erstmal Aufträge. Dann Frachtauftrag und am besten von da, wo wir gerade sind. 33 vom. Alter, hier gibt es ja richtig Cash. Oh nee, nicht wieder zurück. Das klingt schon besser. Das geht ja alles wieder zurück hier. Gut, also das geht nicht zurück und das. Nee, was? Okay, das erste und das geht nicht zurück. Portugal. Klingt eigentlich ganz geil, ganz ehrlich. Hier Portugal, ne? Das klingt schon. Klingt schon nicht schlecht. Ja, nur hier kommen wir wieder besser nach oben weg, ne? Portugal weiß ich nicht. Ja, komm. Let's go. Achso, wo ist das überhaupt? Oh, da hinten. Oh, gut. Achso, hier sind wir eigentlich irgendwie. Uns ausruhen müssen wir nicht. Tanken können wir, aber sonst sieht alles gut aus. Okay. Geht's? Ah, ja, stimmt, wir haben ja erst 20 Stunden geschlafen. komme ich hier rum? Ja, locker, kein Problem. Easy. Oh, mach auf das Ding da. Biege nach links ab. Wir müssen höchstens mal in der Werkstatt vorbeigucken, ne? Gibt es irgendwie eine Werkstatt? Nee, ne? Nee, hier ist ein reiner Immer geradeaus. Verkaufsort. Goddammit. Hinten gibt es auch bloß eine Tankstelle, keine Werkstatt. Mal gucken. Vielleicht kommen wir auf der Route dann irgendwo an der Werkstatt vorbei. Fahr doch mal. Biege nach links ab. Schon wieder so eine Stelle hier, wo keiner weiß, wie er Vorfahrt hat. Weil alle Stopp haben. Okay, aber ich bin auf der Vorfahrtsstraße, wie es aussieht. Sehr gut. Gut. Hätte zwar eigentlich den blauen gerade vorlassen müssen, aber hey. Ich muss da lang. Biege nach links ab. Komm, fahr. Ah, wie viel kommen da jetzt? Oh, klar. Ja, klar. Ernsthaft jetzt? Warte, ich will lang fahren. Ah, danke. Boah, fahr zur Hölle. Dachte schon, ich dachte jetzt hier erstmal 3 Stunden stehen oder sowas. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Ich meine, ich privat habe sowas auch eher wenig ein Problem. Ganz im Gegenteil, ich finde es sogar relativ spaßig. Weil es im echten Leben genauso läuft, dass du einfach mal, wesentlich eine Stunde warten musst, weil du im Stau feststeckst. Ne, von daher finde ich das immer ganz witzig. Aber ist halt fürs Let's Play immer ultra dumm. Wenn ich versuche, eine Folge auf eine halbe Stunde zu begrenzen oder so im Raum von einer halben Stunde zu lassen, denn erstmal hier irgendwo 3 Stunden rumstehe, das geht natürlich nicht so geil.
Wollt ihr gerade überholen oder was? Die zuppeln hier teilweise so ganz komisch. Die Fahrzeuge. Da denkst du auch immer, die wissen nicht genau, was sie wollen. Nimm diese Ausfahrt. Alter, das sieht krass aus. Da hinten ist ja Wüste. Wo sind wir hier gerade? Ich habe halt von Geografie keine Ahnung. Gibt es solche Orte in Europa wirklich? Nimm diese Ausfahrt. Nur hier muss jetzt irgendwo nach rechts rein. Ach ja, okay. Endlich, wir sind da. Endlich? Komm, so lang war der Trip jetzt nun wirklich nicht. So, Frachtmarkt. Annehmen. So, hier haben wir wieder ein bisschen mehr Platz zum Rangieren. Wird also nicht wieder so eine Vollkatastrophe. So, kann man schön rennen. Und jetzt schön gerade ziehen hier. Wieder Bremse und Beschleunigung verwechselt. Rückwärts muss ich jetzt. So. Genau. So wird ein Schuh draus. Aber ein bisschen neu. So. Das geht auch schon wesentlich besser. Stücke. So, halt. Und jetzt gerade ziehen. Ja, halt. Och, halt. Zum Glück funktioniert die Handbremse immer. Meine Fresse, mit diesem Vorwärts- und Rückwärtsfahren. Und beim Vorwärtsfahren ist das Beschleunigen und das Bremsen. Und beim Rückwärtsfahren ist das Bremsen. Da wirst du bekloppt. Wirst du da? Ich meine, dass beim Rückwärtsfahren das S beschleunigen ist, das ist ja noch intuitiv. Aber wenn du gerade so im Bremsmodus bist und denkst, okay, jetzt musst du bremsen, dann bist du halt gewohnt, immer auf S zu drücken. Aber wenn du aber gerade rückwärts fährst, dann ist S ja beschleunigen. Däh. Und dass dein S Beschleunigung und Bremsen ist, laut Kopfgehirn, das kriegt dann das Kopfgehirn nicht so ganz mit, ne? Dass da irgendwie was falsch läuft. Am besten wäre es eigentlich mit drei Tasten, ja? Am allerbesten wäre es, wenn man so drei Tastensystem hat, dass ich sage, okay, WSX, W ist beschleunigen in Vorwärtsrichtung, X ist beschleunigen in Rückwärtsrichtung und S ist immer bremsen. Das wäre eigentlich so, ne? Das wäre wahrscheinlich fürs Kopfgehirn am einfachsten. Lass uns loslegen. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So, können wir mal gucken, ob wir irgendwo an der Werkstatt vorbeifahren? Sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Alter, wie lang ist die Strecke? Holy moly. Aber nirgendwo eine Werkstatt. Das ist echt schade. Kann ja nicht sein, dass es nirgendwo eine Werkstatt gibt, hä? Ach, das wird nur ausgeblendet, das Werkstattsymbol. Och, leck mich doch. Was ist los mit dir? Alle aus. Warum sich nicht einfach immer alle? Kann ich etwa für jede Zoom-Stufe einzeln alles auswählen? Ne, jetzt behält er das. Hä?
bin gerade verwirrt. So behält das immer bei. Wenn ich jetzt sage, er soll nichts auswählen, dann kann ich auch ranzoomen wie ein Bekloppter. Er macht es trotzdem nicht. Aber bei Standardeinstellungen, da macht das jetzt ja und jetzt nicht. Das heißt, da scheint er mehrere Ebenen zu haben. Was ist das denn für blöd? Ihr macht einfach alle auswählen. So, hier, jetzt sehe ich immer alles. Glaub mal, das ist am einfachsten. So, easy, let's go. Oh, achso, jetzt kann ich, komm jetzt mal wieder. Wo bin ich überhaupt? Da. So, jetzt können wir mal gucken, ob es irgendwo eine Werkstatt gibt, wo ich mal reinfahren kann. Nee. Obwohl, das hier könnte tatsächlich eine Werkstatt. Oder ist das eine Firma? Ah, nee, das ist wahrscheinlich hier so ein Aussichtspunkt, ne? So mitten auf so einem Betriebsgelände. Firm, denn eher so Aussichtspunkt. Tja, aber Werkstätten gibt es ja trotzdem keine. Dann gibt es eine Werkstatt, aber die ist ganz schön weit weg. Wobei, ganz ehrlich, YOLO. Digga, wo schickt er mich hier lang? Also erst fahre ich nach da. Achso, weil ich hier nicht auf die Straße raufkomme. Das heißt, er muss mich erstmal hier lang schicken, damit ich hier so ein Jojo mache, damit ich auf die eigentliche Hauptstraße raufkomme. Was by the way aussieht wie ein Penis. Dann fahre ich hier geradeaus weiter. Dadurch, dass man hier aber nicht rüber kann, muss ich erstmal hier nach ganz hinten fahren, so eine schöne Schlaufe machen. Dann würde ich dann hier. Fahren wir bei so einem Gebiet nicht schon mal? Das kommt mir jetzt gerade irgendwie ganz schön bekannt vor. Egal, dann muss ich jetzt hier geradeaus weiterfahren, damit ich dann hier da reinfahren kann, meine Dinger machen kann und dann raus, genau, gleich Katastrophe. Hier geht es noch einigermaßen sinnvoll, aber hier bin ich wieder auf der Hauptstraße, komme also von der nicht direkt auf die hier. Also muss ich erstmal so ein schönes Rondell fahren, so nach da, damit ich dann nach da fahren kann, damit ich dann hier runter und dann da lang fahren kann. Das ist doch dumm. Alter, wer baut so eine Streckenführung? Das macht halt gar keinen Sinn. Die hätten doch einfach die Straße nach da führen können, die Straße nach da führen können und dann wäre es eine ganz normale Kreuzung für jeder andere auch. Ja, dann könnte ich hier einfach hier so runterfahren, fahre so auf die Straße rauf, hier kann ich hier runterfahren, bumm, bin auf der Straße direkt, kann hier mein Geschäft machen, fahre hier wieder runter, fahre dann hier so rauf und von da fahre ich dann richtig schön hier auf die Straße rauf. Das wäre so normal, aber hier, das ist ja, ich meine, hier hinten das Ding, dass man hier, es ist immer eine ganz andere Geschichte, aber allein das hier vorne ist ja schon eine Katastrophe. Wer baut denn sowas? Los! Das kann doch keiner ernst meinen, oder? Gibt's das Ding so auch im Echten? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Alter. Nimm diese Ausfahrt. Vor Schreck hat er sogar vergessen zu blinken. Die gibt's ja gar nicht. Sehr schön. Zweite Ausfahrt nehmen. Ist aber die dritte Ausfahrt. Ne? Ist ja schon klar, dass es gerade die dritte Ausfahrt ist. Was labert die? Wieso zweite Ausfahrt? Egal. Da merkt man schon wieder, Frauen in Navis sollten sie den Männern überlassen. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ah, schön. Erstmal wieder gewollte Political Incorrectness. Ja. Darauf stehen die Leute. Haben die wieder was, um sich nur aufzuregen? Weil ich meine, obwohl es klar, gerade klar ersichtlich war, ne? Dass es natürlich nur Spaß war, gibt es garantiert wieder Leute, die sagen, das meint er doch ernst, der hat was gegen Frauen und dies, das, Ananas. By the way, die Ananas, ne? Man merkt also schon da, ich habe nichts gegen Frauen. Solange wie sie eine Ananas sind. Okay, komm. Jetzt ist aber gut hier. Also, jetzt ist aber hier, ne? Also. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Oh, Alter, wie schnell fahre ich denn hier? Bin ich bekloppt? Die Antwort ist ja. Das war dezent verdient.
Fahre ich hier mit 80 durch den Kreisverkehr? Was geht mit mir ab? Boah, Alter. Ah, ich glaube, ich brauche eine Werkstatt. Wird jetzt die nächste Werkstatt entfernt? Hallo? Das Spiel war sich jetzt auch nicht mehr so sicher. bis da hinten, Alter. Ei. Das sieht hier aus wie so ein Pilz, einfach. Wie so komische... Ich will es gar nicht beschreiben. Die Wörter, die mir da gerade einfallen, sind allesamt nicht jugendfrei. Nee. 30% LKW-Schaden. Ja gut, das ist schon... Eieieiei. Okay. Wie setzt sich das denn zusammen? Achso, hier, 9000 Euro, Alter. Hä? Fahrwerk? Ich meine, Fahrerhaus macht Sinn, klar, keine Frage. Aber müsste nicht eher der Motor beschädigt werden? Das Fahrwerk? Oder meinen Sie damit das Fahrgestell? Fahrwerk, Fahrgestell? Keine Ahnung. Oder wahrscheinlich meinen Sie damit das Fahrgestell. Schon, kann man schon. Wir haben nur 16.000, kacke. Wir können uns das gar nicht leisten, ne? Ja gut. Das, vielleicht einfach neu laden? Macht das Sinn? Ich meine, aber da haben wir das jetzt gespeichert. Ja, nee, vor 10 Minuten? Wieso vor 10 Minuten? Ach, das war das, wo ich das Spiel beendet habe, ne? Ja gut, dann, hat er derzeit jetzt noch gar nicht gespeichert. Nice. Eieieiei. Oh Gott. Werkstatt aufsuchen, Alter. Der dauert doch. Wo ist denn das Werkstatt? Ah, Werkstatt abschleppen. Nochmal 3000. Dauert 7 Stunden. Okay. Neue Route finden. Okay. Oh, bist du wohl Kredit aufnehmen, gell? Also wie er da so rumzappelt? Was ist mit dem los? Ich sag ja, das Spiel ist kaputt. Selbst der Ladebalken zappelt da rum. Na klar, müde bin ich jetzt auch noch. Hä? Wo hat er mich hingeschickt? Hä? Er hat mich doch dahin geschickt, obwohl da... Wo... Aber obwohl, nee, doch, wir sind hier gestartet, ne? Sind wir hier gestartet? Glaube ja. Ja doch, genau, wir sind hier gestartet. Okay, Gott, dann ist die... Ja, okay, es war etwas... Ja doch, es ist zwar näher dran, ne? Aber es ist halt komplett in die falsche Fahrtrichtung. Das ist was? Das macht nicht mal Sinn, wenn man es wollen würde. Moment, wie viel Zeit haben wir jetzt überhaupt noch? Wir haben noch 15 Stunden Zeit, okay. Okay, also das könnte man sogar noch schaffen, wobei, nee, wir müssen ja auch noch pennen. Pennen müssen wir jetzt auch noch, weil... Warum, wenn ich abgeschleppt werde, kann ich doch während der Fahrt schlafen? Weil ich fahre doch selber gar nicht. Der Abschlepper fährt doch. Warum bin ich jetzt so müde? Das Ganze macht halt gerade überhaupt keinen Sinn mehr. Vor allen Dingen, wenn ich da schlafen gehen würde, dann hätte ich gerade mal noch 5 Stunden. Wie viel Zeit brauche ich denn überhaupt? Hallo? Da. Nee. Hä? Wieso sehe ich nicht, wie lange ich noch brauche? Okay, erstmal abschleppen. Erstmal reparieren möchte ich doch. Wartung. Bumm. Aber schon minus 10.000. Minus 11.000. Sehr geil. Also jetzt muss ich noch irgendwo schlafen gehen. Dann kann ich direkt hier auf den Hof.
Ja. Jetzt regnet es natürlich auch noch. So. Wieso sehe ich denn nicht, wie viel Zeit ich noch brauche? Sehe ich das hier irgendwo? Nein. Ne. Ja, wir brauchen allein nur 11 Stunden für die Fahrt. Und wir haben noch 6 Stunden Zeit. Und es regnet. Und es ist dunkel. Will mich das Spiel jetzt eigentlich gerade ficken? Wir waren doch wir haben doch, als wir die Stille gescheitert haben. Wir waren doch gerade ausgeschlafen. Das ergibt sich mir jetzt nicht ganz so. Warte mal kurz. Ist von gerade eben. Ja, von gerade eben ist noch wahrscheinlich da. Ich will mal gucken, wie ausgeschlafen ich da gerade war. Das macht ja gar keinen Sinn. Dieser Ladebalken, wie er immer hinterher zappelt, ey. Das Spiel ist komplett kaputt. Okay, das war erst nach dem Abschleppen. Und der andere Speicherstand? Was war der andere Speicherstand? Müsste ja der hier gewesen. Nee, der hier. Was ist der jetzt? Oder hatte ich den gerade probiert? Was ist denn der 41er? Hä? Mal gucken, was der 14er jetzt ist. Ja, schon nach dem Abschleppen. Kacke. Ja, nee, das ist natürlich. Oh Gott, Alter. Na ja, gut, dann so viel zu dem Thema. Alter. Wenn's hart kommt, dann dicke. Weißt du? Unfall bauen ist ja noch in Ordnung. Aber abschleppen schickt mich erstmal in die komplett falsche Richtung. Dann muss ich auch noch schlafen, weil ich ja während des Abschleppens, wo ich ja offensichtlich nichts gemacht habe, nicht hätte schlafen können. Und dann regnet es natürlich auch noch und ist Nacht. Ich kann also auch garantiert direkt den nächsten Unfall bauen. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch Satire hier. Wo bin ich hier jetzt? Okay. Gut, let's go. Da, ich bin komplett ausgeruht. Mein Bett ist leer. Da ist nix. Also das mit dem Abschleppen ist das ist ja noch irgendwo normal. Gut, dass er mich jetzt zur falschen Seite gebracht hat. Okay, die war halt näher dran, die Werkstatt. Kann man irgendwo noch nachvollziehen. Ich glaube, das spielt schon wieder extrem. Ne, das kann man irgendwo noch nachvollziehen. Aber dass er dann in der Zeit auch noch müde wird und dann auch gleich komplett müde wird. Das schlägt dem Ganzen in den Boden aus. Also, das war ja dann schon heftig. Kreispapier, zweite Ausfahrt nehmen. Nicht geil. Oh, Alter. Nimm diese Ausfahrt. Dieses ganze Gestockern, ne? Das geht mir gerade ein bisschen. Bisschen das Geschwindigkeitsgefühl raus. So ein bisschen so. So, wir dürfen 90 fahren, sehr schön. Wobei da vorne ist Kreisverkehr. Davor, da wollen wir mal nicht zu schnell reinfahren. Aus gewissen Gründen. Erste Ausfahrt nehmen. Ich will der allererste Ausfahrt sein. Wie keiner vor mir war. Ja. So, ach jetzt natürlich nur 60. Die Strecke geht ja nur geradeaus. Ach Leute. Wie ein gewisser YouTuber sagen würde, versucht doch mal nachzudenken. Mein Uchinchin. Zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ach, hinten muss ich das rum. Ich dachte gerade, hey, muss ich nicht nach links abbiegen? Aber nee, ist halt die. Ist ja die zwei Kreisverkehre. Danke. Ach, bei der hier habe ich einen Unfall gebaut, ne? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja doch, das war die hier. Guck mal, ich bin noch komplett ausgeruht. Nimm die Ausfahrt rechts. Das gibt's doch ja nicht.
Das ist ja verrückt. Das heißt, die gesamte Müdigkeit hat sich echt durch das Abschlippen aufgebaut. Das macht ja gar keinen Sinn. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ah, okay. Abschleppen ist sehr komisch. So, als der Diplomat hier rein. Ich fall schon wieder wie so ein Berserker. So. Oh, schöne Landschaft hier. Alter. Da kannst du dir gar nicht ausdenken. Ey, immer in der Spur bleiben. Was das Spiel unbedingt braucht, ist ein Spurhalteassistent. Ja? Kann man einfach mal schön die Landschaft genießen. Das ist ein Unfall schon wieder. Also kann man einfach mal schön die Landschaft genießen. Fertig. Geil. Oh, Alter. Sind sie gerade in den Alpen? Kommen wir gerade ein bisschen so vor, ne? So ganz kleines bisschen. Maus macht schon wieder Harakiri. Oh, Alter, diese Gebirgskette hier, das ist ja schon echt. Oh, da davon ist ein Meer. Krasse Scheiße. Echt krasse Scheiße. Gut, dass das Spiel jetzt hier gerade schon wieder so ruckelt, ist natürlich nicht so geil. Warte mal ganz kurz. Wenn ich jetzt das Spiel manuell sage, ich meine, es war blöd, aber vielleicht geht dann zumindest das Gestocker weg. So. Okay. Der hat die Wiederholrate von meinem Bildschirm verändert. Hä? Was? Das kann er doch gar nicht, oder? Muss ich mal ganz kurz gucken hier. Doch, hat er. Ja, er hat gerade echt die auf. Wow. Also wenn jetzt noch nicht OBS abgestorben ist, dann weiß ich aber auch nicht. Okay. Das. Okay, also das ist sehr interessant. Okay. Lass uns loslegen. Was das für dummes Ding? Warum ändert er die Auflösung von, also die Wiederholrate vom Display? Er soll doch einfach nur seine eigene Wiederholrate, also das, wie oft er den Bildschirm aktualisiert, ändern. Aber jetzt gucken, ob jetzt der Stocker weg ist. Ne, ist immer noch da. Ja, ich habe jetzt immer noch. Okay, hat also auch nichts gebracht. Ist ja. Vor allem, dass er die Bildschirmwiederholfrequenz ändert. Vor allem, das Schöne ist ja bei Wine, seit der neuen Wine-Version, wenn Vollbildspiel, also ein Vollbildprogramm, sage ich jetzt mal, die Wiederholrate ändert, werden alle Bildschirme neu initialisiert. Ja, alle Bildschirme werden erst schon schwarz, aber dann wieder hell. Aber OBS scheint immer noch zu laufen. Also. Dem scheint's gar nicht so sehr zu jucken, was da gerade passiert ist.
Na gut, weil ich ja bei OBS jetzt auch gerade gar nicht den Bildschirm aufnehme, sondern das Fenster aufnehme. Also ich hier per X-Composite-Ding. Vielleicht deswegen. Ich fahr schon wieder viel zu schnell. Weil normalerweise ist ja OBS, was das angeht, immer super empfindlich. Dass er da wirklich nur, dass man da nichts ändern darf, während OBS läuft, weil ansonsten OBS einfach komplett Dritten Weltkrieg beginnt oder so, keine Ahnung. Aber Audio scheint auch noch zu funktionieren, also hey. Habe ich nicht kaputt gemacht. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Sehr geil. Ja, da müssen wir mit dem Gestocker wohl leben. Was halt echt nicht schön ist. Ich muss mal gucken, wenn ich denn mal privat ein bisschen American Truck Simulator spiele, ob es da auch so ist. Ob das wirklich an OBS, also daran liegt, dass ich auch gerade aufnehme. Aber wie gesagt, die CPU, die ist zum Viertel ausgelastet. Okay, zum Drittel vielleicht. Ha? Also da ist noch viel Reserve. Eine echt schöne Gegend hier. Ich glaube noch, nö, Umleitung. Ernsthaft jetzt? Vor allem, dass die Umleitung auch nicht vorher auch schon ausgeschildert wird. Oder ich habe da bisher noch nie drauf geachtet. So, wo schickt er mich denn? Na gut, da hinten rum. Ah, kann man nur fast verkraften. Hat er sich jetzt eigentlich das hier gemerkt? Der hat er nicht gemerkt. So. Mal gucken, ob es vielleicht irgendwelche Werkstätten gibt, die man abklappern kann, by the way. Nö, gibt's nicht. Ah, gut. Was soll's. Ich meine, was dagegen machen können wir jetzt eh nicht. Umleitung ist halt Umleitung. Der hat gerade so ein richtiger Katastrophenauftrag. Erst schicke ich die Werkstatt nach Honolulu, dann ist es auch noch, dann bin ich da verschlafen. Dann regnet es auch noch, ist dunkel. Jetzt nach Neuladen, ne, ist nach Neuladen ist auf einmal die Umleitung. Wobei die jetzt noch nicht so heftig ist. Was macht der da? Will er gerade überholen, obwohl er gerade einen LKW lang fährt? Ist er dumm? Ja. Hat er echt viel gebracht, ne? Da könnt ihr mal alle ein bisschen hinmachen hier. Idioten unterwegs. So, jetzt fahr. Straße ist frei. So, schön mit 90 hier lang gurken. Well. Man sollte nicht nur den Rückspiegel achten, gucken. Oh, Alter. Bitte links halten. Diese Berge überall. Ich komme mir gerade vor wie ein Puff. Nice. Sehr cool. Sehr schön. Viel mehr. Cool auch irgendwo, aber nicht so sehr wie schön. Also ist mehr schön als cool.
was schön ist. Aber da finde ich cool. Ist ja da gerade einfach verschwunden. Der Wagen, der da gerade über die Brücke gefahren ist. Ich meine, ja, die Strecken, die da oben drüber gehen, die gehen nicht endlos lang. Aber die könnten wenigstens so weit gehen, dass sie wirklich aus dem Sichtbereich raus sind, bevor sie verschwinden. Also das war ja gerade wirklich sehr billig. Könnt ihr euch mal einig sein, wie schnell er jetzt fahrt? Ja, super. Wieder nach rechts kann ich jetzt auch nicht, weil er jetzt ein Auto ist. Ah, Leute. Ihr seid doch alle bekloppt. Oh, ich darf nur 80 fahren. Was? Was ist denn das denn? Dafür wüsste ich aber was. Hey, jetzt haben wir. Achso, wie ein Tunnel gerade scheinbar. Aus jetzt hier. Tschüss. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, da vorne gab es wieder einen Unfall. Dann nach links hin und dann bremsen. Bist du bekloppt? So, den Truck da vorne überhole ich auch mal gleich. Was für eine schöne Gegend hier. Links halten und dann Ausfahrt links nehmen. Nimm die Ausfahrt links. Ein Magen ist hier rumknurren, was ist hier los? Okay. Das ist wirklich, das wird nichts, aber doch, ja, bin ich gut oder was? Alter. Bitte links halten. Das in der komischen Flugperspektive? Bin beeindruckt, gerade ein bisschen von mir selbst. Also, hätte ich nicht gedacht, dass ich das jetzt unfallfrei hinbekomme. Ach kacke, ich wollte hier doch Pause machen. Der Rast ruft, nein. Obwohl, ach Quatsch, nee, ich komme ja noch rauf. Ja, easy. Ha. Neu berechnen. Immer geradeaus. Nein. Nein. Ich hab dich verarscht. Dein ganzes Leben ist eine Lüge. So. Wo kann man jetzt hier am günstigsten Pause machen? Da ist wohl irgendwie ein Platz. Da komme ich dann von hinten rauf. Und ansonsten. Ah ne, die komme ich von hier rauf. Okay, aber. Ja gut, doch, ich könnte es hier auch so rauffahren. Das war ganz schön eng, aber. Ich gucke mal lieber nach vorne. Da vorne sieht es besser aus. Das sieht mehr nach einem günstigen Platz aus. Ja, doch, hier ist es wesentlich besser.
Da ist es doch geil, ist das doch. Okay. Demnächst rechts abbiegen. So. Biege nach rechts ab. Also es steht hier natürlich genau zwischen zwei Spuren. Ja. Perfekt. Wow, da vorne ist schon wieder Rundell-Chaos. Machen die da? Obwohl, nee. Jutchen. Okay, dann würde ich mal sagen: Du aus. Du rein. Abkuppeln bitte nicht. Speichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Heieieiei. Das war ein Spaß, du. Das sag ich dir. Kriegst du Clubs, denn das ist ja hier Katastrophe. Ja, na gut, dann bis zur nächsten Folge. Vielleicht auch die letzte Folge erstmal, also für diese Aufnahmesession von ETS. Ich glaube, danach mache ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Minecraft und warte dann mit ETS wieder ein bisschen, wie gesagt, bis das nächste Update denn draußen ist oder bis ich das nächste Update runtergeladen habe. Ich weiß nicht, ob es bereits draußen ist. Das Update meinerseits ist halt mittlerweile auch schon ein paar Tage her. Von daher mal gucken. Ja, bis dann.